Ich bin, wie ihr seht, Vietnamese. Andere würden sagen Reisbürger. Nee, könnt ihr ableiten, ja, könnt ihr ableiten. Mein Urgroßvater ist Reichskanzler, jawollo. Ja. Auf jeden Fall brauche ich eure Reaktion in den nächsten Minuten. Das heißt, wenn der Witz aus eurer Sicht gut war, klatscht. Wenn er scheiße war, klatscht lauter. Ja, das ist... Ich muss ganz kurz zugeben, ich liebe es, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja, ich halte mich jetzt nicht für einen geilen Typen, nicht falsch verstehen, aber diese Bambusaugen, Leute, im Alltag nur Vorteile. Ja. Und gerade in Berlin, ja, bin Berliner, wie man sieht. Nein, in Berlin ist ja immer so ein schmaler Grat, ne? Wenn die Leute dich fragen, hey, können Sie mir sagen, wo der Hauptbahnhof ist, können Sie mir sagen, wie spät es ist. Und ich bin immer so, ich bin gut erzogen, wenn Menschen Hilfe brauchen, helfe ich gerne, aber manchmal in Berlin ist es so, nee, heute nicht. Und dann kann ich mich hinter diesen Augen verstecken, meine Damen und Herren. Ne? Haben wir Vietnamesen heute eigentlich hier? Vietnamesen? Nee, Nagelstudio hat noch nicht zu. Nee, macht Sinn. Ja, klar, nee. Ena muss ja... Nee, macht... Nee, alle gut. Nein, 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 ihr müsst... Nein. Ich hatte letztens in einer Show, in meiner Show hatte ich in der ersten Reihe einen Vietnamesen gehabt. Ich hab gefragt, so, haben wir Vietnamesen heute hier? Er war ein bisschen zu euphorisch. Ja, hier! Ist aufgestanden. Ich bin da! Hallo! Hallo, ja! Ich sag ja, Digga, ich seh dich. Ist alle gut. Ne? Setz dich wieder, alle gut. Ja, ich bin immer noch da, ja! Klasse, Digga. Haben wir mitbekommen, ne? Haben wir mitbekommen. Nee, gerade im Alltag ist es so, wenn ich keinen Bock zu quatschen habe, ne? Und letztens habe ich wieder ausgenutzt, ne? Hat mich jemand gefragt, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Nein, weine ich, warte. Ich nick doi. Ja, es funktioniert. Was soll er machen? Soll er stehen bleiben, diskutieren? Ah, ich glaube, du verarschst mich. Nee. Der geht weiter. Ja, und selbst wenn er wirklich penetrant ist. Ah, nein, Sie verstehen mich auch bestimmt. Nein. Das ist geil. Und ich wünsche mir, dass es im Alter noch mehr Vietnamesen machen. Ja? Die Deutschen mal ein bisschen Hops nehmen, ne? Und ein bisschen Spaß haben, ne? Oder wisst ihr, was doch geiler wäre, wenn die Deutschen das untereinander machen würden? Einfach mal morgen ein bisschen zu spät zur Arbeit. 15 Minuten, ach komm, 20 Minuten zu spät zur Arbeit. Ne? Wenn der Chef fragt, na Werner, schon wieder zu spät oder was? Ja, ich nick doch, Chef. Einfach nur gucken, was passiert. Und letztens habe ich es auf die Spitze getrieben. Ich bin ehrlich, Leipzig, ich habe es übertrieben. Ich wurde beim Autofahren von der Polizei rausgezogen. Beamter stand schon neben mir, hat schon an der Scheibe geklopft. Meine Scheibe war um, weil kalt. Ja, hat er schon ein bisschen so, ne, mach mal runter. Ich so, ja, ist gut. Mach mal, ne? Scheibe geht runter, wir sind ja höflich. Merkt er selber, ne? Nee, bei mir läuft's ganz gut. Hat er mich gefragt. Ja, Sie wissen, warum ich Sie rausgezogen habe, wa? Ja, ich nick neu. Ich habe irgendwie das Gefühl, ein anderer Vietnamese hat diese Masche bereits durchgezogen. Der Bulle war mir ein bisschen zu cool. Ja, ist gut jetzt, Ausweis. Keine, nick, kein, nein, nick, keine. Ja, klar, Digga, ich hab gleich Feierabend, komm, hör mir auf, Alter. Ey, Ausweis, Fahrzeugpapiere, na, Führerschein, sofort! Okay. Ich gebe ihm meine Dokumente, er guckt auf meinen Ausweis, guckt mich an und sagt, Sie heißen Thomas! Ja, ich weiß auch nicht, warum. 50 Punkte in Flensburg. Einfach so, ja. Wer von euch geht gerne vietnamesisch essen? Ja, genau, schön Leipzig, einen rechten Arm heben, ich fühle mich zu Hause, super. Nein. Ich liebe vietnamesisches Essen, ich muss es nicht sagen, weil meine Eltern... Nein, es ist echt geil. Aber habt ihr schon mal versucht, beim Vietnamesen telefonisch Essen zu bestellen? Warum lacht er jetzt schon, Alter? Ihr müsst zugeben, ist schon pure Comedy, oder? Das ist schon nicht schlecht, ne? Ich rufe da manchmal an, weil mir langweilig ist. Ich könnte ja, wenn ich anrufe,
vietnamesisch mein Essen bestellen. Ja? Problem ist immer, auf der anderen Leitung werden dann Fragen gestellt. Woher kommen deine Eltern? Wie heißen deine Eltern? Seit wann leben sie in Deutschland? Ja? Und am Ende stellt sich heraus, mein Onkel ist auf der anderen Leitung. Ja? Ich schulde dem noch Geld. Wa? Müssen wir jetzt nicht thematisieren. So, ich habe da letztens angerufen, weil ich wirklich Hunger hatte. Und kennt ihr das, wenn ihr die Nummer wählt und ihr seid gerade mal so mit dem Daumen auf dem Sensor? Es kommt nicht dieses Düt, dieses klassische Geräusch, worauf ihr wartet und der Typ ist schon dran. Genauso war es. Ich drück drauf. Hallo? 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 Oh, ist da schon jemand dran, wa? Ja, was essen? Essen? Oh, jetzt bin ich überfordert. Hab vergessen, was ich bestellen wollte. Essen, Alter, essen. Hallo, Kaiser, was essen? Ja, Essen ist gut, wa? Oh, Digga. Was gibt's denn? Was gib alle? Okay, na gut. Hallo? Ja. Ich weiß es gerade nicht. 55! Was? Nee, das habe ich nicht bestellt. Was essen? Ich nehme die 55. 55, zum hier essen oder mitnehmen? Zum Mitnehmen bitte. Zum hier essen oder mitnehmen? Kennt ihr das, wenn ihr überlegt, habe ich es gerade gesagt oder habe ich es nur gedacht? Nee, zum Mitnehmen immer noch. Okay. Jo, wann kann ich los? Noch nicht fertig. 55, scharf oder nicht scharf? Wie bitte? Scharf oder nicht scharf? Ist das ein neues Gewürz? Schmeckt das wie Maggi? Was ist denn scharf? Du merkst das scharf oder nicht scharf? Keine Ahnung, Alter. Du merkst das oder keine? Ach, scharf. Ach so. Nee, bitte nicht scharf. Vertrage ich heute nicht. Warum nicht? Nee, bitte nicht scharf. Ich mag scharf. Das gesund für dich. Ich mag scharf. Ja, danke für nichts, Alter. Wo muss ich fly oder nicht fly? Wie bitte? Fly oder nicht fly? Ja? Was ja? Du magst doch fly oder nicht fly? Keine Ahnung, ich kann nicht fliegen! Ey du! Du nicht doi? Du magst doch fly oder nicht fly? Du magst doch mu oder kakakakaka! Mein Name ist Hutti Traden, Leipzig. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis.